Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach am Sonntagmittag zu einer weiteren Folge. Einen wunderschönen. Ja, ich habe unseren Johnny schon ein Stück weitergefahren und wir sind schon gleich am Hof angekommen. Bisschen Unterstützung vom Radio, ja, Mann. So, passt. Ja, braucht er waschen? Eigentlich nein. Oh Mann. Kollege, du hast es bis jetzt immer geschafft. Dieses eine Mal hätte ich es auch nochmal schaffen können. So, aber den 6M bräutert sich nicht wasch, weil da kommt jetzt gleich ein Düngereinsatz. So. Oh Gott, da stand ein Kerker. So. Zack. Um den jetzt raus. Er braucht natürlich Frontgewicht, das haben wir letztes Mal auch schon herausgefunden. Ohne Frontgewicht geht da nichts. So. Da haben wir ja ein wunderschönes Sewer. Ist das auch ein Sewer? Ja. So, ich wäre jetzt kein bisschen peinlich gewesen. Komme ich denn an den Düngerstreuer ran? Ja, komme ich. Gut. Wie viel ist denn noch drin? Ist er voll? Glaub nicht, oder? Ne, 73% ist. Das reicht locker. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir fangen bei den Feldern an. Ich muss euch mal gucken, welche Wachstumsstufe denn da drauf ist. Nicht, dass wir jetzt da rauf fahren und dann merken, oh. Da geht ein bisschen was kaputt. Also hier können wir hier schon düngen, ich weiß es nicht. Ich probiere es mal kurz aus. Es geht. Das ist gut. Da dünge ich jetzt einfach selber schnell drüber. Weil das ist so ein kleines Feld. Da braucht man eigentlich keinen CP-Fahrer anstellen. Es sind ja nur zwei Bahnen. Ja, zwei Bahnen sind es. Die Ecke hier schön mitnehmen. Ja, nach vorne bleibt eine Kleinigkeit stehen, aber das ist auch nicht so schlimm. So ein kleiner Teil, der fällt im Ganzen nicht auf. So. Aber den größten Teil nehmen wir natürlich schon mit. So, passt. Fahren wir ganz kurz über Nachbars Wiese. So, hier können wir normalerweise, so wie es aussieht, auch schon. Ja, können wir auch schon, perfekt. Ach ne, warte. Ist es jetzt die zweite oder die erste? Würde mich interessieren, aber ich glaube, das ist noch die zweite, oder? Doch, das ist die zweite. Oh, fällt 80 schon Unkraut drauf. Das habe ich schon ganz vergessen. Das gibt es ja auch noch, ne? Das heißt, da müssen wir dann mal mit der Spritze drüber. So, aber erstmal machen wir den hier ready. Das wäre Feld 85. Ja, ist die 85 perfekt, passt. Düngen, da haben wir schon. Zack, zack. Viel Spaß. Er macht das auch. Wunderbar. Genau, dann haben wir noch den hier, den wir aufräumen müssen. Dann werden wir uns ganz schnell den Fan schnappen mit der Spritze und da kurz mal drüber huschen. Damit da nur gutes Sache wechseln, kein Unkraut. So, passt. Und dann läuft die Kamera ein bisschen am Hof, können wir eigentlich wieder ausmachen. Hier brauchen wir sie nicht mehr. So. Der Johnny ist, ja, der ist noch relativ sauber, das geht. Der bekommt natürlich sein gewohntes Plätzchen vor den Kalkstreuer. Ich weiß gar nicht, den brauchen wir glaube ich heute auch noch mal. So, Motor aus. Und Bremse an. Dann holen wir uns den hier. Zack. Rückwärtsgang ist schon drinnen. Wunderbar. Geben wir ihm nochmal kleines Gewichtchen. Ja, natürlich kein dickes, sondern nur ein Schlepperdreieck. Das passt schon. Oh Gott, Schröder. Aber ja, der vertraut mir schon, der weiß schon, wo ich hinfahren muss. So, die haben wir natürlich voll gefüllt. Das ist optimal. So, warte mal ganz kurz, wir gucken ganz schnell, können wir Schröder heute füttern. Haben wir noch nicht geguckt. Oh, wir können ihn wieder schüttern. Ich habe keine Ahnung, was das manchmal liegt, ne? Keine Ahnung.
Ja, ganz feiner bist du, ja, ganz feiner. So. Und dann auch gestreichelt und gefüttert, das passt. So. Fahren wir hier raus, rundum, Leute, machen wir natürlich an. Bisschen zu weit rüber gefahren, aber gut. Aber momentan ist tatsächlich nur auf Feld Nummer A. Ist es die 80? Ist es die 80, gut. Und gerade drauf, weil wir sie auch als erstes angesehen haben. Die anderen sind ja erst eine gute Zeit später gekommen, weil da noch überall Stroh drauf lag. Und die sind wir dann mal hoch. Dann müssen wir dann gleich wieder gucken, weil das Teil, wir haben jetzt glaube ich 38 Meter. Oh. Sag bitte, dass wir reinfahren können, ohne da was kaputt fahren. Oh, es geht noch, Halleluja. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Oh, warte mal, das Teil klappt ja nochmal aus, ne? Wartet kurz, ich hab's gleich. So. Oh, ja, geht. So, das machen wir an. Dann fahren wir hier mal längs. Alles, also, ist so eine krasse Breite, ne? Junge, Junge, Junge. Das ist schon wirklich nicht schlecht. Früh genug einlenken, wir werden es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Nope, das können wir vergessen. Oh Gott, Hilfe. So, warte mal. Ich glaube, wir schaffen es jetzt immer noch nicht. Ne, ganz kurz einklappen. Okay, passt, wir haben es noch immer nicht geschafft. Ja. Dann werde ich es wahrscheinlich ein bisschen anders da machen müssen. So, jetzt schieben wir mal zurück. Ja, anders geht es nicht. Lenkt die hinten mit? Ja, die lenkt hinten mit. Deswegen hat die so schnell eingelenkt, haben wir schon gedacht. AR6M ist fertig. Wunderbar. Da können wir dann gleich auf dieses Feld hier runter schicken. Auf einmal hier kurz nochmal drüber spritzen. Ja, das schaffen wir mit dieser Bahn easy. Ah, Hilfe, ich sehe nichts. So. Hatte lauter Gelaub im Bild. Wir werden jetzt gleich die Abkürzung durch den Wald nehmen. Die, wo ich mir eigenhändig mit meinen eigenen Händen angelegt habe. Auto um Auto um Auto kommt hier entlang. Ist eigentlich nur so. Ist es eigentlich fast wie ein Feldweg eigentlich nur, weil es ist so viel Verkehr hier. Aber im 17 auch schon so. So, wir parken jetzt einmal ganz dreimal mitten auf der Straße und klappen unsere Spritze zusammen. Kann man machen, muss man aber nicht. So, passt die zusammengeklappt, das geht auch relativ schnell. So, hier drüber, hier muss ich noch mal ein bisschen den Boden angleichen, weil ist nicht ganz so angenehm hier. So, ab hier vorne kann man wieder ein bisschen Gas geben, weil hier ist relativ gerade oder eben. Oh Gott, eben. So, oh Gott, da war eine kleine Erhöhung. Wo steht denn das 6? Ja, da vorne steht er, okay. Er steht ganz unten. Aber ich kann eigentlich den Fan mit der Spritze eh zusammengekoppelt lassen, weil die müssen dann eh demnächst für den Einsatz. So, hier wissen wir natürlich, haben wir schon gelernt, wie wir hier reinkommen. Schön ausholen, den Buschen natürlich mitnehmen. Und dann müssten wir es im Normalfall gut reinkommen. Ja, geht auch. Ist nur die Frage, wo parke ich das gute Stück. Aber ich würde sagen, hier vorne, das stört es, glaube ich, das stört er normalerweise nicht. So, kommen wir hier rum. Oh, aber ne, da vorne kommen wir nicht rum, ne? Ja, doch. Aber jetzt könnt's. Ja, ich sehe es zwar nicht gerne, aber wir sind rumgekommen.
Ist so nicht so angenehm, weil wir ein bisschen geschliffen sind. Aber gut. So, passt, da kann man stehen lassen. Weil da kommt dann eh wieder ein Einsatz. Jetzt gucken wir kurz nach. Die machen das gut. Hier ist er. Nee, nicht perfekt. Du hast aber vergessen, Kollege, ne? Also. Ich weiß zwar nicht wieso, aber. Du hast da ein bisschen was stehen gelassen. Zwar nicht breit, aber. Ja. Ein bisschen ein Streifen ist doch. Ich sehe, wenn ich so nach hinten gucke, sehe ich nichts außer der Düngerstreuer. Teil, so groß ist das Teil. Passt, können wir ausschalten. Dann fahren wir gleich mal kurz zu unserem Feld 80 runter. Das letzte in unserer momentanen Sammlung noch. Oh Gott, da war. Ein bisschen halt. Da vorne müssen wir jetzt aufpassen, weil da kommt dann was. Und wir sind hinten natürlich nicht, oder vorne natürlich ein bisschen leichter als wir hinten. Wobei jetzt müsste ich gerade relativ gut in der Waage sein. Okay, der muss entladen werden. Jungs, ihr schafft das, oder? Alter, was ist denn hier für ein Loch drin? Oh, war das früher auch schon so? Hätte ich gar nicht so schlimm in Erinnerung gehabt. Aber da kommt bitte keins, passt. Können wir hier auch düngen? Jo, können wir. Wunderbar. Wir müssen natürlich jetzt wieder ein bisschen anders fahren, weil wir haben hier doch nicht so einen breiten Auswurf wie bei der Spritze. Oder so eine breite Arbeitsbreite. Ne, große Arbeitsbreite. Hört sich besser an. Also die breite Arbeitsbreite, also ich weiß ja nicht, aber es hört sich irgendwie nicht ganz so gut an. Aber ja, wir haben auch bloß in der Mitte wieder noch einen kleinen Streifen, wo wir nochmal einmal längs fahren müssen und dann haben wir es auch. Es sind auch keine großen Felder, muss man sagen, also. So. Passt, perfekt. Gut, dann haben wir das somit auch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die 77 auch düngen braucht, da gucken wir gleich mal nach. Wie viel, da kommt ein Auto. Können eigentlich direkt hier abkürzen, so passt. Gucken wir mal nach. Die braucht auch düngen, gut. Ich kann denen keinen Kalk geben, das blenden wir mal kurz aus. Okay, es braucht alles noch düngen, gut. Das werde ich aber dann mit. Also hier will ich es auf jeden Fall mit. CP machen lassen, die Wiesen kann ich jetzt selber tun, das ist nicht das Problem. Dann müssen wir jetzt ganz schön nochmal die als erstes, die ich habe keine Ahnung wie sie heißt, warte. Die 82 Dünge, ups, das war die Hupe. Die 82 Düngen, denn die ist tatsächlich schon am weitesten im Wachstum und nicht, dass die uns reif wird. Oder nee, reif werden wird sie nicht, aber dass die Fruchtzerstörung damit angeht und wir doch nochmal Pflegebereifung draufziehen müssen. Wäre zwar realistisch, ja, aber hier geht es nicht um so realistische, sondern eher halt eben, wenn es geht, dann geht's, wenn nicht, dann nicht, ne? Und ich glaube, bei der Wiese ist auch relativ wurscht, auf jeden Fall bei dem Wachstum, also ich würde da jetzt in echt auch keine Pflegebereifung draufhauen. Beim Acker ist er natürlich was anderes. Aber der braucht auch ein bisschen länger zum Wachsen. So, ich weiß nicht, aber ja, mit einer Breite werde ich die Streifen nach unten wahrscheinlich mitgenommen haben. Ein so ein schmales Stück wird noch stehen. Aber wir müssen ihn nochmal runterfahren, für, damit wir den CP-Fahrer ansetzen können. Das heißt, ja, hoppala. Das hatte ich eigentlich auch schon in Voraussicht, dass wir das eh nicht schaffen werden.
da um die Kurve rumzukommen. Aber guck, keine CP-Fahrer, noch nicht so viele CP-Fahrer und schon nochmal wieder 50 FPS. So. Machen wir das. Und nochmal an. Wieder aus. Hier haben wir noch einen kleinen Streifen, den nehmen wir natürlich auch gleich nochmal mit. Der geht aber auch noch bis hier hin. Perfekt. Da vorne haben wir gesehen, haben wir noch ein kleines Stückchen. Ja, genau hier am Rand. Können wir aber auch gleich einen Teil vom Feld hier mit düngen, oder von der anderen Wiese mit düngen. Oder halt Wiese Strickstrich Feld. Ja. Passt. Haben wir hier schon jemals einen CP-Kurs zum Düngen gemacht? Ich glaube es nicht, aber wir können ja mal nachgucken. Das wäre die Nummer 77. Ne, wir haben nur die Main. Und Schwaden, okay. Ne, haben wir. So. Haben wir nicht. So, warte mal. Kursgenerierung, ja. Die 77 hätte ich gerne, danke. Vorgewende und nee, nicht 50, 2 dürften normalerweise reichen. 24 Meter, das passt. Ah, warte mal. Rundherum, so. Die stelle ich ein bisschen runter. So, passt, zack. Jetzt hat aber. Ja, passt. Eine Warte. Okay, mach's gleich trotzdem. Ja, macht er. Das heißt Düngen unterstrich Feld 77. Speichern. Passt. Ja, nee, nee. Nee, nee. Jungs, was macht ihr denn hier? Ah, Hilfe. Das ist doch nicht schwer. Kann ich wenig mal angelangen. Es ist manchmal nervig, aber gut. So, passt. Wir haben wieder den Vorwärtsgang drin und dann viel Spaß. Genau. Den habe ich gesucht. Und so holen wir uns für dieses Schmuckstück jetzt einen Frontlader. Wir haben ja schon die Alu. Frontlader Aufnahme dran, jetzt fehlt uns eben noch die Konsole. So. Das passt, die kaufen wir uns. Jetzt Frontlader. Ich weiß jetzt zum Glück, welche das ist, und es sind die zwei hier. Eine von denen hier. Die, nee. Ja, die ist wahrscheinlich für größere Traktoren halt eben wie ein B-Track oder so weiter. Hier, uns reicht, ja, so eine hier. Natürlich in Fendt Classic Farbe ist natürlich ein Muss. So, passt. Nee, nicht Teleskoplader, wir brauchen Schaufeln. Das ist halt eben die Standard, aber die hat nur 940 Liter, also knapp 1000. Das ist uns ein bisschen zu wenig. 2000, ja. Nicht schlecht. Ich glaube, höher als 2500 geht's nicht, ne? Nope. Oh, ich habe sogar so Fan-Zeugs drin. Oh, 1240. Ist halt die Frage. Ach, der hat einen separaten Frontlader. Der Türchen. Ah, okay. Und das ist dieses Weidemann-Zeugs. Gut. Ich werde mir aber dann trotzdem die von CSZ kaufen. Und zwar. Wo ist sie denn? Ne, das ist eine Gitterschaufel. Die hier, oder?
Nee, das ist nicht. Warte mal. Da, hier haben wir die. Die, wo ich benötige. Wir nehmen. Wir sehen besser aus hier, oder? Aber welche Preistechnisch sind sie beide gleich? Ich nehme einfach hier mal. Gucken, wie sie sich bewährt. Kaufen für 5000. Ja, machen wir so mit. Und dann sind wir wieder um 10.000 Euro in ärmer. Aber. So, nur kurz wieder so. Das ist alles wieder schärfer. Ich weiß nicht wieso, aber das verpackt sich dann manchmal irgendwie, wenn ich das Menü öffne. Das dann irgendwie. Dann. Das Interieur manchmal ein bisschen unscharf wird. Der Frontal hat es aber ein bisschen verschoben hier. Aber wenn die Schraube ein bisschen drückt, zack. Jo, der passt da auch ran. Wunderbar. Habe ich auch so erwartet. So, dann kuppeln wir den auch ran hier. Zack. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Gewicht, weil ohne Gewicht könnte es ein bisschen problematisch werden. Was haben wir denn modtechnisch drin? Ne, das sind für Telelader. Das sind die hier. Ich weiß nicht, ist es zu. Es wird gleich passen. 3,5 Tonnen. Säckgewicht, wieso kostet es dann. Achso, weil es nochmal Lichter hat, oder? Nee. Keine Ahnung, was da dazu kommt. Ach, es wird breiter. Ah, okay. Also alles sind diese Schlütergewichte. Okay. Ja, das, ich werde tatsächlich mal das hier ausprobieren. Das neue Eigenbaugewicht gibt es auf dem Motorrad von Lizard. Seht ihr ja. Als Heckgewicht hätte ich das gerne. Ja, kaufen für 3000. Ich weiß nicht, ob es nicht so. Nö, es geht eigentlich voll klar. Ich habe es mir jetzt als größer vorgestellt, aber. Es passt. So, stopp. So. Kuppeln wir das mal an hier. Ja, da sind wir noch ein bisschen falsch dran. Ah doch, wir hätten schon ein Armkuppelsymbol gehabt, aber fahren wir ein bisschen besser ran. Zack. Ah. Ja, ja. Es geht. Ist zwar nicht perfekt, ja, aber es geht. So, ich fahre jetzt einfach mal runter. Und dann können wir da auch schon eine erste Sil. Oh Gott. Ja, also man sollte nicht ganz so schnell fahren. Ach, da vorne ist der Feld, habt ihr ihn gesehen? Ein Anhänger, Zelle vom Anhänger hat man noch gesehen. Ach ja, das ist doch herrlich, wenn die am CP-Fahrer auch da tun, was man ihnen sagt. Sehen wir ihn da noch? Nee, ne? Nee. Aber. Ja, das ist immer nicht schnell genug, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn wir da aufpassen, wegen unserem Gewicht hinten. So. Da können wir das immer ihn hochfahren. So, wollen wir hier mal drin. Passt. Hier ist auch noch eine Baumwolle drauf, schon seit ziemlich langer Zeit. So, und da sind wir auch jetzt an der BGA angelangt. So, das heißt, wir gucken mal, wie viel Prozent ist er leer oder ist er noch was drin? Okay, 74.000, es geht nicht ganz so schnell. Ah, es wird dann wieder sonnig, das ist schön. So, wir machen den Teil mal auf hier. So. Muss ich da irgendwas sagen oder kann ich da einfach rein? Okay, ich muss was R drücken, ne? Ja, meist sieht das. Ach, die sieht jetzt ein bisschen anders aus wegen. Ah, okay. Ja. So, zack. Also wir haben jetzt einmal die erste Schaufel rein, aber ich darf mich für euch dann auch schon mal wieder fürs Zuschauen bedanken und auch verabschieden, denn wir sind für die heutige Folge schon mal wieder fertig. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, kommen wir nicht ein bisschen, kommen sogar glaube ich ein bisschen höher als wir mit dem Stoll, ne? Ja. So, gucken wir ganz kurz. Ja, es geht rein, es wird mehr, es klappt.
Perfekt. Ja, das wird wohl ein bisschen noch dauern. Aber ja, wie gesagt, darf ich euch fürs Zuschauen bedanken und auch verabschieden. Wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben, da wäre natürlich sehr nett, kostenloses Abo. Natürlich auch fleißig Kommentare schreiben. Mag ich natürlich auch, wenn ihr es tut. Und ja, dann sind wir für heute für den Sonntag fertig. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag. Genießt ihn. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen, also am Montag, zu einer weiteren Folge auf der Stadtbach und mal gucken, vielleicht auch zu dem einen oder anderen neuen Projekt demnächst und dann natürlich nächste Woche auch auf jeden Fall wieder zu Gemeinde Rade. So, haben wir noch eine Schaufel rein und ja, eben bis morgen, haut rein und ciao ciao. Stopping us, fly without boarding pass, couldn't catch me, I'll be moving fast, call me a shooting star.